Gilden, Ämter, Bruderschaften und ganze Gemeinde der Stadt Soest wollen euch, euren Landen, Leuten, Untertanen und allen denen, die euch zu verteidigen bereitstehen, feind sein und wollen dafür unsere Ehre gegen euch und sie wahren. Und dann noch unter unserer Stadt Sekretsiegel auf den Rand dieses Briefes gedrückt, im Jahre unseres Herrn 1444, am allernächsten Donnerstag nach St. Johannes des Täufers, Tage seiner Geburt, genannt im Mittsommer. Alle so einverstanden? Ja, das ist gut. So wird's gemacht. Für die große Huldigungsszene auf dem Marktplatz in Soest zogen alle Beteiligten der Soester Fehde feierlich in die Stadt ein. Das Spektakel zog viele Zuschauer an. Manche bereiteten sich besonders vor und feierten privat. Ihr habt hier Gäste, seid historisch gewandelt. Wie kommt es dazu? Ja, wir haben uns alle, also die meisten von uns, auf dem ersten Gaudium kennengelernt. Und da ist eine sehr schöne Clique entstanden. Freundschaften haben sich entwickelt, danach ja auch die Fehde. Und dann haben wir gesagt, wir treffen uns hier jedes Jahr, wenn es geht, oder zu jedem Fehde auf jeden Fall, und feiern so ein bisschen. Und gucken dem Herzog zu, wenn er einzieht, und jubeln. Und jubeln. Auf unserem Fenster. Jubeln. Schmücken und unser Haus. Und wie feiert man, wie trinkt man denn hier bei euch? Ja, das ist unser Spruch. In Gaudium Delirium Insusato. Edler Albert von Hattrop, Bürgermeister von Soest und edle Ratsherren der Stadt. Ich bin dazu bereit. Da ihr also nun bereit seid, Soest in seinen erworbenen Privilegien und Freiheiten für alle Zeiten zu bestätigen, so sprecht mir nach. Ich, Johann Herzog von Kleve. Ich, Johann Herzog von Kleve. Gelobe feierlich. Gelobe feierlich. Soest nie im Stich zu lassen. Soest nie im Stich zu lassen. Und seine Privilegien zu schützen. Und seine Privilegien zu schützen. Wie es im Pactum Ducale festgelegt ist. Wie es im Pactum Ducale festgelegt ist.